Herzlich willkommen zum European Circle Report. Vergangene Woche fand ein dreitägiger Gipfel der Vereinten Nationen in New York statt. Geladen waren die Staats- und Regierungschefs der insgesamt 192 UN-Mitgliedstaaten. Sie trafen sich, um eine Zwischenbilanz der Millennium-Entwicklungsziele zu ziehen, die die Vereinten Nationen gemeinsam mit der Weltbank, der OECD und mehreren NGOs vor 10 Jahren beschlossen hatten. Die Vision lautet, bis 2015 die Armut in der Welt zu halbieren. Insgesamt wurden damals 8 Ziele formuliert. So soll unter anderem die Kindersterblichkeit gesenkt, die Rolle der Frau gestärkt und schwere Krankheiten wie AIDS wirksamer bekämpft werden. Auf dem Gipfel zogen die Vertreter der Vereinten Nationen eine Zwischenbilanz. Für die USA sprach Präsident Barack Obama. Vor einem Jahrzehnt, beim Einbruch eines neuen Millenniums, haben wir unsere konkreten Ziele gesetzt, um Männer, Frauen und Kinder von der Ungerechtigkeit extremer Armut zu befreien. Das sind die Standards, die wir gesetzt haben. Und heute müssen wir fragen, erfüllen wir unsere gegenseitigen Verantwortlichkeiten? Zwar hielten die Staats- und Regierungschefs große Reden, neue Verpflichtungen zur Entwicklungshilfe gingen sie jedoch nicht ein. Und das, obwohl die UN in ihrem Abschlussbericht zum Gipfel selbst feststellte, dass zur Verwirklichung der Ziele noch weitaus mehr getan werden müsse als bisher. Wenn die internationale Gemeinschaft einfach weiterhin dieselben Dinge auf dieselbe Art macht, haben wir vielleicht hier und da bescheidene Fortschritte. Aber wir werden viele Entwicklungsziele verfehlen. Das ist die Wahrheit. 10 Jahre sind vorbei und in nur 5 Jahren sollen unsere Entwicklungsziele erreicht werden. Wir müssen es besser machen. Dennoch geben sich die Vereinten Nationen in ihrem Abschlussbericht zuversichtlich. Schließlich hätte es auch Fortschritte gegeben, etwa bei der Armutsbekämpfung. Laut UN-Angaben lebten im Jahr 1990 noch 46% der Menschen in extremer Armut, 2005 seien es 27% gewesen. Doch um alle Ziele zu erreichen, genügt eine alleinige Anstrengung der Industriestaaten nicht. Obama rief die Entwicklungsländer dazu auf, selbst Verantwortung zu übernehmen. Nur ihr und euer Volk könnt die harten Entscheidungen treffen, die die dynamische Kraft eures Landes entfesseln. Nur ihr könnt die nachhaltigen Investitionen treffen, die Gesundheit und Wohlergehen eures Volkes verbessern. Nur ihr könnt eure Nation zu einem glücklicheren und gerechten Zukunft führen. Wir können Partner sein, aber letztendlich müsst ihr die Führung übernehmen. Im Rahmen des Gipfels sagten Obama und andere Politiker, darunter auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, weitere finanzielle Unterstützung zu, um die Millenniumsziele bis 2015 erreichen zu können. Und weiter geht's mit unserem nächsten Thema. Denkt man an Navigationssysteme, so kommt einem sofort das amerikanische GPS, kurz das Global Positioning System, in den Sinn. Aber auch Europa arbeitet an einer eigenen Satellitennavigation. Galileo, so der Name des Systems, ist ein gemeinsames Projekt der EU-Kommission und der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Es soll bis 2013 fertig ausgebaut werden und 2014 seinen Betrieb aufnehmen. Vergangene Woche hat die Europäische Kommission ein Kooperationsabkommen mit Norwegen abgeschlossen, das die Mitarbeit des Königreichs an Galileo verstärkt. So werden 2 Bodenstationen in Norwegen errichtet. Sie dienen dazu, die insgesamt 30 Galileo-Satelliten von der Erde aus zu überwachen. Eine der Bodenstationen wird auf der Insel Svalbard im Nordatlantik errichtet, die andere im norwegischen Antarktis-Territorium. Norwegen wird zudem etwa 70 Millionen Euro in das Programm investieren. Dafür wird die norwegische Industrie als Zulieferer von Nischentechnologien für Galileo künftig zugelassen. Unterzeichnet wurde das Abkommen von Heinz Zurek, Generaldirektor für Industrie der Europäischen Kommission und der norwegischen Botschafterin in der EU, Oda Ellen Sletnes. Wir sind immer glücklich, wenn wir Geld bekommen, also auch, wenn wir welches von Norwegen bekommen. Außerdem haben wir jetzt Plätze, an denen wir unsere Basisstationen anbringen können. Das ist auch sehr wichtig. Norwegen hat natürlich auch den großen Vorteil, dass es so weit in den Norden reicht. Also ist dies eine sehr glückliche Erweiterung des Teams, das Galileo aktiv unterstützt. Und ich bin sehr glücklich, dass wir die Kooperation jetzt formalisieren. Die EU will mit Galileo vom amerikanischen GPS unabhängig werden und für eine genauere Navigation auf Europas Straßen, in der Luft und auf See sorgen. Dafür investieren die EU-Kommission und die ESA insgesamt fast 5 Milliarden Euro. An dem Projekt beteiligt sind nicht nur EU-Staaten, sondern auch Nichtmitglieder wie etwa Norwegen. Das war der Report für diese Woche. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.